Pass auf, dass du mir die Kamera nicht... Ja? Genau so, ja. Zack! Die ist doch da. Die Kamera weg. Der dicke Hettle. So, meine Lieben, jetzt habe ich einen Geheimtipp für euch. Ein Geheimtipp. Wo guckst du eigentlich hin? Ach, ich muss ja da reingucken. Ja. Ich habe aufs Mikrofon geguckt. So, meine Lieben, ich habe einen Geheim... Bin ich schick? Ja. Ja, ich bin schick. Ein Geheim... Jetzt kommt dieser Traktor hier noch vorbei, ne? Meine Fresse, wenn ich einmal draußen was filmen will, ne? Ist ja nicht zu glauben, ey. Moment. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich befinde mich hier in Lautenbach, in einem schönen Städtchen in der Nähe von Weikersheim, das gleichzeitig in der Nähe von Bad Mergentheim ist und das ist in der Nähe von Torbischofsheim. Und hier befindet sich eine Innovation, etwas ganz Neues, nämlich ein Milchhäuschen. Guck mal. Hey, du wirst entlassen nach dem Dreh. Hier befindet sich ein Milchhäuschen und ich habe erst gar nicht gewusst, was das ist. Ich habe die Familie rausgeklingelt, die Familie Wolfert, bis die mir gesagt haben, sie brauchen mich da gar nicht rausklingeln. Kommt mal mit, das ist total geil. Da, sieht man's? Ja. Kann man beim Film die Kamera das Licht anmachen? Nee. Ah, es geht auch automatisch an. So. Kamera auf mich bitte. Vielen herzlichen Dank. Ey. So, das ist voll geil. Das ist ein Automat, der gibt euch Milch. Was ist jetzt so Besonderes dran? Das Besondere daran ist, dass diese Milch wirklich Rohmilch ist. Die kommt frisch aus der Kuh, wird hier drin gekühlt und dann könnt ihr sie hier rauszapfen. Wenn ihr sie daheim habt, müsst ihr sie gleich in den Kühlschrank stellen oder, was auch empfohlen wird, abkochen. Das muss aber nicht sein. Ihr könnt die einmal erhitzen auf über 70 oder 80 Grad, glaube ich. Und dann ist sie auch etwas länger haltbar. Rohmilch ist natürlich nur ein paar Tage haltbar, vielleicht zwei, drei Tage. Dann wird die auch im Kühlschrank sauer. Dann braucht ihr sie aber nicht wegschmeißen, denn die saure Milch könnt ihr immer noch verwenden. Wo gehst du? Mein Geldbeutel. Okay. Jetzt zeige ich euch das kurz. Ich nehme hier eine Flasche. Ja, die stelle ich mir hier rein. Ist ja gut. So, warte. Ja, was hat er jetzt gemacht? Ach, der hat es ein bisschen gereinigt. Das ist ja geil. Also machen wir es anders. So, ich nehme hier einen Euro. Euro, einen Euro. Ich muss nicht rausstellen, sonst sieht man es nicht. So. So, und jetzt, warte, ich lege den Geldbeutel da noch hin. Lass ich für den Euro, jetzt muss ich den drüber hinstellen. Weil ich muss es jetzt so machen. Lass ich jetzt für 1 Euro, du kannst auch mal hier hinschwenken. Weil jetzt kommt für 1 Euro Milch, was das siehst du oben, wie ihr den Euro runterzählt. Die ist eiskalt, die wird hier drin richtig schön gekühlt. Und der kommt öfters am Tag her und macht die sauber. Macht die Maschine schön sauber. Und Deckel drauf. Kamera zu mir. Deckel drauf. Ich will den ja nicht. Dran denken, das ist Rohmilch, ja? Das ist Rohmilch. Ja, trink halt noch schön davon. Wer da ein bisschen empfindlich ist, sollte die abkochen. Es ist aber nicht notwendig. So, was wir jetzt noch kaufen. Sind Eier. Ich nehme noch Eier mit. Jetzt wäre meine runtergefallen. Ich kaufe schon lange keine Eier mehr im Supermarkt. Ich kaufe meine Eier entweder auf dem Markt oder jetzt, wenn ich jetzt weiß, dass hier Eier sind, kaufe ich mir meine Eier immer frisch hier. So. Die Eier kosten 10 Eier 2,50. Dann kriegt er das auch noch. Wo zeigst du eigentlich mit der Kamera hin? Du sollst auf die Kamera gucken. Ja, was? Da oben sind nochmal Flaschen. Ach, das sind halbe Liter Flaschen, guck mal. Also jetzt pass auf, jetzt kriegt er für die Glasflasche schon mal 1,50. Also kriegt er jetzt schon mal 4 Euro. 4 Euro. Und hier ist eine kleine Kasse, da schmeißt man das noch. Und wie man auch hört, macht er die jeden Tag leer. Und ich wünsche ihm, dass ganz, ganz, ganz viele Leute kommen. Dass ganz viele Leute kommen.
Ist leider kein Brot mehr da. Ja, genau, zeig mal zu mir. Ist leider kein Brot mehr da. Ich finde die Idee von diesem Häuschen sagenhaft. Und wenn ihr möchtet, Äpfel gibt es ja auch noch. Fahrt in die Mörrige Straße, das ist in Laudenbach, in Richtung Nassau, in Richtung Schwimmbad oben. Mörrige Straße. Und da unterstützt den Bauern. Ich finde das ganz toll, was er hier gemacht hat. Der Automat ist absolut geil. Und ich kann nur sagen, wie bereits schon mal gesagt, unterstützt ihn, kauft hier eure frische Milch, dann bleibt der Automat auch eine Weile stehen, denn ich möchte schon, dass der damit auch was verdient. Kauft hier Eier, kauft hier Brot, da unten ist auch Honig. Alles klar und tschüss, jetzt kannst du ausmachen. Ich wollte noch die Äpfel zeigen. Ach, dann zeig noch die Äpfel und bitte Papa ins Auto schlafen. Bis ich daheim bin, habe ich die Milch schon leer getrunken. Dann kauf doch noch eine. Aber echt, ey, ich hab's gerade überlegt, ey. Ich hab's gerade überlegt. Die Eier vergessen. Ich wollte Kapa draus machen. Du wolltest Kapa draus machen? Ja. Das kannst du machen. Ja. Ich koch die daheim ab. Läuft die Kamera immer noch? Ja. Ja, ist gut, das ist sehr gut. Ich koche die daheim ab, dann hält die auch ein paar Tage länger. Legen wir die Eier dahin und die Flasche auch. So, jetzt kann ich einsteigen. Ja. Also,